Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zum heutigen neuen Video. Und heute geht es eigentlich um ein weniger schönes Video, denn wir müssen wohl Abschied nehmen. Ja, Abschied nehmen von meiner ganz persönlichen eierlegenden Wollmilchsau, den Kier Esol. Zahlreiche YouTube-Kanäle haben ja schon davon berichtet und man konnte es auch schon auf einigen Internetseiten nachlesen. Kier hat den Esol vom Markt genommen, beziehungsweise er ist halt nicht mehr auf der unter anderem deutschen Internetseite zu sehen. Da ist halt weder ein Prospekt noch ein Bild, sonst irgendwas zu sehen. Und auch in der Pressemitteilung findet man nichts davon, dass der Kier Esol eingestellt wurde. Ich habe auch mal auf einigen Länderseiten nachgesehen, beispielsweise halt Deutschland, Dänemark, Schweden, Norwegen, Österreich, Italien und Frankreich. Hier wurde das Auto auch nicht mehr angegeben. Also man konnte ihn nicht auswählen, es gab keine Informationen darüber oder sonstiges. Auf der österreichischen Internetseite konnte man jedoch dann über so einen kleinen Button, der sich damit mal aufmacht, Kontakt aufnehmen mit jemandem von Kier. Und da habe ich einfach mal nachgefragt, ob es den denn gar nicht mehr gibt, ob der nicht mehr produziert wird. Und die Antwort war halt sinngemäß, dass er momentan nicht produziert wird. Man auch nicht wüsste, ob der nochmal aufgelegt wird oder nicht. Und man könne halt nur noch die Bestandsfahrzeuge kaufen, wo mir auch gleich ein Link mit übermittelt wurde. In Großbritannien und in der Schweiz ist der Wagen jedoch noch aufgelistet und hier halt sogar in Großbritannien noch mit einem Prospekt, den man sich ansehen bzw. herunterladen kann. In der Schweiz jedoch nicht. Das könnte dann wiederum auch bedeuten, dass auch dort das Fahrzeug ausgelistet wurde. Auf allen Seiten wird hingegen der neue Kia EV3 beworben und das richtig groß. Wie ich schon in meinem letzten Video gesagt hatte, wo es um das 23er Modell des Esols ging, der Name Inspiration sagt eigentlich schon alles und es ist halt so, in der Automobilbranche bleibt ein Modell 5 Jahre auf dem Markt und dann wird es abgelöst durch ein neues Fahrzeug. So zumindest ist halt das bisher immer gewesen und der Kia Soul bzw. der e-Soul wäre halt dieses Jahr dran, dass er abgelöst wird. 2019 auf den Markt gekommen sind dieses Jahr halt die 5 Jahre voll, sprich für das nächste Jahr, Modelljahr vielmehr, für das 25er Modelljahr, müsste halt ein Nachfolger kommen. Und da wird halt der EV3 benannt von den Medien, die ich bisher so gehört und gesehen habe. Was vielleicht auch stimmen mag oder auch nicht, einige Designmerkmale sprechen dafür, dass es tatsächlich so sein könnte. So hat ja der 24er Esol bzw. der 23er Esol hinten die schwarz abgesetzten Rückleuchten bekommen und auch die Bedienelemente am Lenkrad, die sind eckig geworden. Sie waren vorher etwas rundlicher. Und im EV3 sieht es halt genauso aus, da ist halt auch alles ein wenig eckiger geworden und hinten die Rückleuchten sind auch schwarz abgesetzt. Weiterhin war dann auch noch in den Medien zu sehen oder zu hören vielmehr, dass ja der EV3 viel günstiger angeboten wird als der Esol. Der war ja komplett überteuert und der EV3 wäre halt viel günstiger. Und da muss ich ganz einfach sagen, das stimmt so schon mal nicht. Wenn ich jetzt einfach mal den Einstiegspreis des Esols von 2019 nehme, klar, da sind jetzt 5 Jahre halt dazwischen, aber einfach nur mal so als Anhaltspunkt, ich komme auch später noch auf etwas neuere Preislisten, so hat ein Kia Esol 2019 in der 39,2 Kilowattstunden Version ab 33.990 Euro gekostet. Ein 64 Kilowattstunden Esol in der Spirit-Ausstattung, also das höchste, was es damals gab, sogar schon ab 43.190 Euro. Das heißt, da kommt immer noch die Zusatzausstattung dazu, die ganzen Pakete, die man sich dann noch ordern kann.
So, das Modelljahr 2024 schlug in der Inspiration-Ausstattung mit 47.450 € zu Buche. Allerdings ist er hier schon eigentlich voll ausgestattet. Da hat er halt die ganzen neuen Sicherheitsfeatures, die man vorher gar nicht kriegen konnte und die es heute halt im EV3 gibt, konnte man da schon oder hat man da schon drin gehabt in dem Preis. Nicht umsonst wurde wahrscheinlich halt auch dieser Name gewählt. Man wollte halt inspirieren auf das, was denn jetzt kommen würde. Und das ist halt, wenn es wirklich so sein sollte, der EV3. So, und man kann jetzt diese Preise natürlich nicht eins zu eins miteinander vergleichen. Wie gesagt, das sind 5 Jahre alte Preise und man müsste dann auch in die Details gehen und sagen, der EV3 hat die und die Ausstattung in den Linien und der eSoul halt die und die. Dann könnte man das halt miteinander vergleichen. Hinzu kommen aber generell immer die ganzen Pakete. Werfen wir jetzt aber mal einen Blick auf die Preisliste des EV3. Da wird dann der Unterschied schon wieder ganz anders, weil da ist nicht mehr viel, ne? Also man muss dann schon mal irgendwie so Butter bei die Fische packen und halt mal sagen, wir vergleichen wirklich mal die Preislisten. Jetzt muss ich dazu sagen, es gibt zwei verschiedene Informationen über die Preise des EV3. Einmal gibt es auf dem oder im Internet halt die einzelnen Pakete bzw. Ausstattungslinien. Da gibt es halt Air und Earth und dann noch die GT-Line. Im Internet gibt es aber komischerweise auch eine Earth 2, was auch immer das sein mag. Da bin ich noch nicht so ganz durchgestiegen. Vielleicht kann mir das ja mal einer von euch erklären, ob das beispielsweise sozusagen das Launch-Paket des EV3 ist, weil die sollen ja, wenn man sich bis Dezember 2024 für den Kauf des EV3 oder für eine Bestellung des EV3 interessiert, bekommt man halt mehr Ausstattung rein in das Fahrzeug. Damals hieß es beim eSoul halt Launch Edition. Das war so eine Mischung aus der Vision-Version und der Spirit-Ausstattung. Halt so ein bisschen zusammengemischt von beiden etwas. Wobei man halt auch sagen muss, wir haben halt hier unsere Ausstattungslinien. Das sieht in anderen Ländern schon wieder ganz anders aus. Da sind die Ausstattungslinien anders benannt, beziehungsweise halt auch anders zusammengestellt. Ja, der EV3, um wieder auf die Preisliste zurückzukommen, fängt in der 58,3 Kilowattstunden Version mit 35.990 Euro an. Also rein vom Betrag ausgehend, wenn man das jetzt mal so rechnen würde, ist der EV3 sogar 2.000 € teurer als das damalige 2019er Einstiegsmodell. Hier habe ich nur den Grundpreis jetzt mal genannt. Die ganzen Ausstattungsdetails, Zubehör und sowas, das habe ich da nicht gegengerechnet. Der EV3 hat hier schon eine etwas größere Batterie und eine bessere Ausstattung. Insofern kann man das auch wiederum nicht gegenrechnen. Ja, und es liegen halt wirklich 5 Jahre dazwischen. Das Topmodell des EV3 kostet stolze 48.690 € plus Extras. Also alles, was ihr noch dazu bucht, kommt da halt oben drauf. Der teuerste eSoul kostete 2019 in der Spirit-Ausstattung ab 43.190 € in der 24er Inspiration-Ausstattung 47.450 € immer noch nominell weniger als der EV3. Also ich komme irgendwo nicht da drauf, dass man einfach sagen kann, der EV3 ist günstiger wie der eSoul, weil wenn, dann müsste ich schon die Ausstattungspakete miteinander vergleichen oder die Ausstattungslinien. Die Pakete kommen ja noch oben drauf. Das ist ja bei allen gleich. Da haben wir jetzt eine Sache, die wir noch unterscheiden müssen. Und das sind die Batteriegrößen. Der EV3 hat größere Batterien. Wenn ich jetzt alleine mal sehe, die 81,4 Kilowattstunden beim EV3 stehen halt den 64 Kilowattstunden Batterie oder der 64 Kilowattstunden Batterie des Soul gegenüber. Wenn wir jetzt noch die Preisliste von 2022 nehmen, ergibt sich noch ein anderes Bild. Hier schrumpfte Kia nämlich schon die Ausstattungslinien zusammen. So gab es halt nur noch die Vision und die Spirit-Ausstattungslinie. Die Edition 7 wurde halt schon gecancelt, die gab es gar nicht mehr. So, und da fing das Ganze halt an bei 38.090 € und
für die Vision-Version und für die Spirit-Version gab es dann halt die 44.190 Euro zu berappen. Wie ihr seht, Äpfel mit Birnen zu vergleichen ist nicht so ganz einfach. Den Startpreis eines neuen Modells mit dem Endpreis eines auslaufenden Vorgängers oder Modells halt zu vergleichen, das taugt halt nichts. Man muss schon so ein bisschen dahinter gucken und ich glaube, ich habe euch so einen kleinen Einblick gegeben. Der ist nicht günstiger, wenn ich die Ausstattungslinien zumindest miteinander vergleichen würde. Und ich müsste dann halt schon Top mit Top vergleichen, sonst funktioniert es halt nicht. Und klar, ich überlege, mein 36 Jahre alter Volvo hat damals 50.000 Mark neu gekostet. Guckt euch mal um, was ihr heute für 50.000 Euro kriegt. Dagegen ist das hier ein leerer Schuhkarton. Ne? So, also nur mal, um das zu zeigen, man kann nicht einfach so Äpfel mit Birnen vergleichen, wie es so schön heißt. Haben wir schon in der Mathematik gelernt. Und was ich aber viel interessanter finde und wo ich nochmal drauf eingehen würde, ist halt der Vergleich der Daten. Da haben wir halt einen Punkt, beispielsweise Motor, Leistung und Drehmoment. Wir kennen das ja auch, nicht nur der e-Soul hatte diesen Motor drin oder diesen Antrieb, sondern auch der e-Niro und der Kona. Der Motor leistete halt 150 kW und 204 PS und hat 395 Newtonmeter Drehmoment. Jeder, der dieses Auto kennt und schon mal bei Regen ohne Antriebsschlupfregelung gefahren ist, weiß, das ist nicht gut. Da drehen die Räder durch, weil die haben halt Frontantrieb und Vorderräder werden nun mal entlastet beim Beschleunigen und kriegen nicht den Druck ab, wie es an der Hinterachse vielleicht wäre. Der EV3 hat hingegen auch 150 kW und 204 PS, aber nur noch 283 Newtonmeter. Beide haben sie Batterien mit Lithium-Ionen drin und Batterieleistung 356 Volt beim Soul und 400 Volt beim EV3. Geladen werden kann AC beiderseits mit 10,5 kW dreiphasig. Jetzt wird es aber auch mal interessant, um das nochmal gegenüberzustellen. Die Nennkapazität der Batterien. Beim alten Soul fing das ja an mit 39,2 Kilowattstunden, die gab es aber nur bis 2022. Und dann halt die große Batterie mit 64 Kilowattstunden. Heute sieht es ein bisschen anders aus. Das ist schon mal der Doppelte, beziehungsweise da hat sich einiges erhöht, ne? Und wir fangen da halt an mit 58,3 Kilowattstunden und enden halt mit 81,4 Kilowattstunden. Das ist schon was. Und was ich ganz interessant finde, worin man auch sieht, dass die Technik weiter voranschreitet, ist das Gewicht der Batterien, also des Fahrakkus. Wir haben halt den 64 Kilowattstunden Akku vom e-Soul mit 457 Kilogramm Gewicht. Hingegen wiegt der 58,3 Kilowattstunden Akku des EV3 375 Kilo und der 81,4 Kilowattstunden Akku wiegt 470 Kilo. Also ich habe einiges an Kilowattstunden mehr, aber vom Gewicht her ist es nicht viel. Das sind halt sind das 13 Kilogramm, die es die größere Batterie halt oder die neue Batterie schwerer ist. Ladeleistung habt ihr ja schon anfangs erwähnt mit 10,5 beide dreiphasig AC. Wenn wir jetzt weitergehen, haben wir noch DC-Laden. Beim Soul sind es 80 maximal und beim EV3 je nach Batterie. Bei der kleinen Batterie sind es 101 kW und bei der großen 128. Kommen wir jetzt mal zu der Felgengröße. Bei beiden gibt es 17 Zoll Felgen, beim Soul ausschließlich und beim EV3 gibt es noch 19 Zoll Felgen. Die sind wiederum nicht immer von Vorteil, das werden wir gleich noch sehen. Nehmen wir jetzt mal die Abmessung. Und da finde ich es total interessant, da scheiden sich jetzt die Geister. Ist das nur wirklich der Nachfolger des Soul oder ist das was ganz Neues, was zwar den Platz sozusagen vom Soul einnehmen soll, was den Verkauf anbelangt, aber eigentlich gar kein Nachfolger des Souls ist. Der Soul war ja ein Raumwunder, sage ich mal, ein eckiges Teil, wo halt viel reinpasst, wo man selbst als Mensch mit 2 Meter oder mehr wirklich vorne und hinten drin Platz hat in dem Auto. Und das hat ihn halt
ausgezeichnet, dass er halt außen, sag ich mal, kompakt war, aber innen drin riesig viel Platz hatte, auch wenn man halt zugeladen hat. Dann gehen wir jetzt mal auf die Länge ein. Da stehen halt 4 Meter 19,5 bzw. 4 Meter 22 den 4 Meter 30 bzw. 4 Meter 31 des IV3 gegenüber. In der Breite, ja gut, hat sich ein bisschen was geändert. Der Soul 1,80 Meter bzw. 1,82 Meter beim SUV Design Paket gegenüber 1,85 Meter beim IV3. Die Höhe 1,60 Meter bzw. 1,60,5 beim e-Soul, 1,60,5 Meter, das soll wohl die Dachreling sein. Also sage ich jetzt mal nichts zu. Beim IV3 sind es 1,56 Meter bzw. 1,57 Meter bei der GT-Line. Der Radstand 2,60 Meter beim Soul und 2,68 Meter beim IV3. Der Wendekreis 10,60 Meter beim Soul und 10,40 Meter beim IV3. Die Bodenfreiheit, und hier finde ich schon wieder ein bisschen interessanter, das sind 15,5 cm beim Soul und 14 bzw. 14,7 beim IV3. Jetzt haben wir hier noch die Gewichtsangaben, auch nochmal interessant, weil hier kommen jetzt halt die größeren Batterien rein, wie ich es ja schon gesagt habe. Die wiegen ein bisschen mehr, aber sie haben im Verhältnis dazu halt auch viel mehr Kapazität. Und für das, was sie mehr an Kapazität haben, sind sie aber nicht besonders viel schwerer geworden. Da haben wir halt ein Gewicht beim Soul, Leergewicht zwischen 1757 und 1833. Hingegen beim IV3 sind es, je nach Ausstattung und Batterie, ich fasse das jetzt einfach mal zusammen, von 1800 bis 2005 Kilogramm. So, das Gesamtgewicht, auch hier wieder ein kleiner Unterschied, haben wir halt beim Soul 2980 Kilo und beim IV3 haben wir 2355 maximal bzw. 2270 bei der kleineren Variante. Zuladung, das ist auch schon mal interessant, 423 beim Zoll und bei beiden Varianten des IV3 470 Kilo. Stützlast haben wir bei allen drei Modellen bzw. als beiden Fahrzeugen jeweils 100 Kilogramm. Eine Anhängerlast gab es beim Zoll offiziell nicht. Hingegen beim IV3 für die kleinere Variante ungebremst und gebremst 300 Kilo und bei der größeren Variante 750 bzw. 1000 Kilogramm. Die Dachlast, da ist der Soul wieder ein Stückchen weiter vorne, 100 Kilogramm und beim IV3 sind es bei beiden Varianten 80 Kilogramm. Ich würde euch jetzt gerne noch die Innenraummaße im Vergleich darbieten, kann ich aber nicht, weil vom IV3 habe ich die einfach noch nicht, die wurden noch nicht bekannt gegeben, zumindest habe ich sie nicht gefunden. Wenn ihr sie habt, immer her damit. Insofern bringt es nichts, wenn ich euch jetzt die vom Zoll vorlese. Ihr könnt sie nicht vergleichen, das bringt nichts. Ja? Jetzt kommt aber etwas Interessantes, wo ich halt die Frage aufkommen lasse, ob das wirklich der Nachfolger des Souls ist. Und da bin ich jetzt beim Ladevolumen, also jetzt Kofferraumvolumen. Der normale Kofferraum beim Soul 315 Liter, also bei aufgestellter Rücksitzbank will ich damit sagen, und beim IV3 460. Da hat er mehr. Okay, das ist wirklich super. Der hat einen schönen großen Kofferraum. Ist ja auch ein bisschen länger geworden, das Auto. Wenn ich die Bank aber umklappe, also die Rücksitzlehnen umklappe und halt das komplette Ladevolumen habe, dann habe ich beim Soul 1339 und beim IV3 1251. Das sind 88 Kilo Unterschied. Das macht jetzt nicht so viel sein. Da wäre jetzt mal interessant der Banana-Box-Test von Tesla Björn Nyland. Der wird ihn mit Sicherheit machen. Da bin ich gespannt, ob er größer ist wie der Soul oder nicht. Vielleicht passt er durch eine andere Formgebung ein Karton mehr rein. Weiß man nicht. Der Frunk. Man konnte ja beim Soul noch einen Frunk dazu bestellen zum Schluss mit 29 Liter Volumen. Beim IV3 sind es in Anführungsstrichen nur 25. Warum auch immer, da ist es weniger. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo ich vorhin meinte,
Das wird noch interessant in Bezug auf die Felgengröße. Der Soul hat ja nur 17 Zoll und beim EV3 gibt es 17 und 19 Zoll Felgen. Jetzt sieht es halt so aus, dass generell, das weiß man bei jedem Auto, was man bisher auf dem Markt gesehen hat, je größer die Felgen, desto schlechter der Verbrauch. Beim EV3 ist das schon nicht ganz ohne, was da auffällt an Verbrauch. Da stellt sich mir dann wiederum die Frage, brauche ich jetzt extra diese GT-Line, um eine größere Felge zu kriegen? Oder reicht vielleicht auch die 17 Zoll Felge aus, die man sowieso dran hat? Aber jetzt nicht lange geredet, kommen wir mal zu den Verbrauchswerten. Es gibt immer so die sogenannten gewichteten, also was wir so als Durchschnittsverbrauch kennen. Und dann halt den City-Verbrauch. Die beiden Werte habe ich jetzt mal miteinander verglichen. Der Soul halt im Schnitt 15,7 und in der Stadt 10,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Jetzt haben wir die 58,3 Kilowattstunden-Variante. Da geht es halt zwischen 14,9 und 10,7 bei den 17 Zoll Felgen und 18,5. Nee, Quatsch, 15,8 so rum, das war jetzt ein Zahlendreher, 15,8 Kilowattstunden bzw. 11,3 Kilowattstunden bei den 19 Zoll Felgen. Bei der großen Batterie sieht es dann so aus, dass mit den kleinen Felgen der Verbrauch zwischen 10,7 und 14,9 liegt. Ist der gleiche Verbrauch wie jetzt auch bei dem Fahrzeug mit den kleinen Felgen, Quatsch, mit dem kleinen Akku. Und jetzt kommt es aber, mit den großen Felgen, also mit den 19 Zoll Felgen, verbraucht die 81,4 Kilowattstunden Variante zwischen 11,6 und 10,2 Kilowattstunden. Das ist schon nicht ganz ohne, ne? Also so rund eine Kilowattstunde muss man draufrechnen. Eher sogar noch ein bisschen mehr, wenn man die größeren Felgen haben will. Da ist wiederum für mich die Frage, macht das überhaupt Sinn? Ob sie nur toll aussehen oder nicht. Die 17 Zoll Felge finde ich auch nicht hässlich. Also da gibt es vielleicht auch irgendwann was Aftermarket-mäßig. Aber hier ist es halt so, was jetzt Kia angeboten hat im Prospekt. Dann haben wir noch eine Sache, das ist die Reichweite. Der EV3, der neue EV3 wird ja damit beworben, dass er 600 Kilometer fahren kann, beziehungsweise 605, um es genau zu nehmen. Ja, man muss vielleicht mal so ein bisschen das Kleingedruckte lesen. Da sind wir wieder bei dem Äpfel mit Birnen und sowas, ne? Und der e-Soul hat 648 Kilometer draufstehen und das mit einem kleineren Akku. Also ist die Frage, ist größer gleich immer besser oder reicht vielleicht auch ein gebrauchter Soul aus, beziehungsweise einer, der noch als Vorführmodell irgendwo unterwegs ist. Reichweite City beim Soul 648 Kilometer und im gewichteten Mix 452 Kilometer. Jetzt sieht es beim EV3 so aus, dass die Maximalreichweite angegeben haben, was halt wiederum beim Soul die City-Reichweite ist. Insofern, da macht vielleicht jetzt auch noch das eine oder andere Körnchen dazukommen oder wegfallen bei einem oder anderen Modell. Ist egal. Nehmen wir jetzt die kleine Akkuvariante. Da haben wir eine maximale Reichweite bei 436 Kilometer mit den 17 Zoll Felgen. 414 Kilometer mit den 19 Zoll Felgen. Bei dem großen Akku sind es 605 Kilometer mit den 17 Zoll Felgen und 563 Kilometer mit den 19 Zoll Felgen. Tja, zwar ist der Kia EV3 äußerlich größer, scheint es jedoch im Innenraum nicht so ganz zu sein. So würde ich das jetzt zumindest mal empfinden, wenn ich mir diese Daten anlese. Also zwar ist der Kofferraum 145 Liter größer, jedoch wenn ich die Bank umklappe, fehlen wiederum 88 Liter. Das kann auch wieder an der Karosserieform liegen. Wenn ich sehe, der e-Niro, der alte, der war ja auch größer als der e-Soul, hat aber innen drin weniger Möglichkeiten gehabt, irgendwas zu verstauen, weil er einfach diese runde Seitenlinie hatte, wo das halt zum Dach hin oben etwas enger zuging, währenddessen der Soul eigentlich so relativ gerade Seitenwände hatte. Ja, leider gibt es keine Angaben, wie es ja schon sagte, über die Innenraummaße. Das wäre jetzt nochmal interessant gewesen. Da hätte man das jetzt nochmal vergleichen können. Ja, der
Soul endet jetzt nach der dritten Generation und der zweiten voll elektrischen Generation. Und ja, als er 2014 auf den Markt kam, das war ja so die Anfangszeit noch der heutigen Elektromobilität. Und da war der Soul schon das oberste Maß, was man erreichen konnte. Mit seinen 27 Kilowattstunden Akku hat er immerhin so Reichweiten um die 170, 180, teilweise sogar 200 Kilometer geschafft. Währenddessen halt die 30 Kilowattstunden Variante sogar über die 200 Kilometer gekommen ist, was realistisch ist. Ja, also 200 Kilometer plus. Und da war es halt auch so, dass die Software noch geändert wurde. Und ich bin sogar der Meinung, irgendwas mit dem Motor hat man da wohl auch nochmal gemacht. So, und 2019 kam ja dann halt der Soul raus, also der e-Soul vielmehr, die zweite elektrische Generation, also die dritte Generation des Soul überhaupt. Und hier hat man einen mehr als doppelt so großen Akku gehabt und hat gleich eine Reichweite von 452 Kilometer angegeben nach WLTP halt im Mix, wo man das alles schön brav durcheinander gebracht hat. So, und halt in der Stadt, haben wir gerade gesehen, waren es sogar noch ein paar Kilometerchen mehr. Ja, und so war halt auch der Kia Soul der Liebling der Leute für die Stadt. Und das nicht nur, weil gerade in der e-Soul-Variante mit dem 64 Kilowattstunden Akku war es dann auch mit meinem Auto, mit dem man in Urlaub fahren konnte, wo man Urlaubsreisen machen konnte. Und er war halt ein riesen Raumwunder innen drin, wie ich es ja schon erwähnt habe. So hinterlässt der Soul eine sehr große Lücke und ich möchte mal hoffen, sofern der iW3 der Nachfolger sein soll, dass er auch diese Lücke auffüllen kann oder vielleicht sogar noch ein bisschen besser ist. Ja, das soll es gewesen sein mit dem heutigen Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer, wenn ihr dieses Video seht und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!